Die Herrschaften. Sag mal, Hasbro, was fällt dir denn ein, jetzt hier vor der Verhandlung ein Bier zu trinken? Was denn? Wir genehmigen uns noch ein Schlückchen hier. Nee, wird jetzt gar nichts mehr genehmigt. Ne? Gib mal gleich mal her. Was meinst du, was das für einen Eindruck macht, als Angeklagter, Angetrunkener vom Gericht zu sitzen? Ich glaube nicht ernsthaft, dass ich da von der Flasche da betrunken werde, oder? Das kann ja. Stellen Sie sich mal nicht so spießig an. Sie sind genauso uncool wie unsere tolle Lehrerin, Frau Braun. Leider kenne ich die nicht so gut, aber uncool ist auch unter 16 Bier zu trinken. Also gleich mal die Flasche zu mir dann auch. Ne? Junge Damen, hey. Die Herren können das Bier behalten, die kenne ich nicht. Was hast du getrunken, Frau Braun? Ja, ich habe jetzt ein Stück getrunken. Okay, nimm mal ein Kaugummi. Das isst du jetzt. Jetzt gehen wir in die Verhandlung. Das ist noch einiges für dich aus dem Feuer zu holen. Ne? Hasbro Schütze, geboren 2. Mai 1993 in München, wohnhaft in Neubach, ledig Realschüler. Am Vormittag des 25. September 2009 erfuhr der Angeklagte, dass nicht er, sondern sein verhasster Mitschüler Dorian Chorweiler einen Klassenwettbewerb und damit Karten für den Besuch eines Fußballspiels für denselben Abend gewonnen hatte. Weil der Angeklagte diese vermeintliche Ungerechtigkeit nicht ertrug und verhindern wollte, dass Dorian den seiner Meinung nach ihm zustehenden Spaß erleben dürfte, griff er sich in der letzten Pause zunächst Dorians Handy und warf dieses in einen hinter dem Schulgebäude der Alma-Kleewald-Realschule in Neubach stehenden Müllcontainer. Nach Schulschluss versteckte sich der Angeklagte und wartete, bis Dorian Chorweiler gegen 13.30 Uhr zu den Containern ging, um sein Handy herauszuholen. Gerade als der Junge den Oberkörper weit in die Öffnung gebeugt hatte, packte ihn der Angeklagte an den Beinen und stieß ihn mit voller Kraft in den Container. Dann verschloss er die Öffnung und flüchtete. Dorian Chorweiler wurde erst 4,5 Stunden später gefunden. Er litt unter Übelkeit, Kreislaufbeschwerden sowie Vergiftungserscheinungen und war völlig dehydriert. Außerdem erlitt er eine Schnittverletzung an der linken Hand. All dies hat der Angeklagte billigend in Kauf genommen. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 223 Absatz 1. Bevor wir zur Sache kommen, klären wir erstmal zwei Dinge. Die erste hat mit Anstand zu tun. Im Sitzungssaal bitte hier keinen Kaugummi. Das ist ja eigentlich wohl klar vor Gericht, oder? Ja. Und nicht an Tisch, das ist ja wohl auch klar. Ja, ich habe jetzt nichts da. Ja, dann irgendwo in die Hose oder was weiß ich. Und die zweite, 16 Jahre alt, wollen Sie das Sieze oder soll ich Sie duzen? Ja, Sie können schon duzen, mir sagen, Sie klingen ein bisschen komisch. Gut, Hasko, die Anklage hast du gehört, willst du dich dazu äußern? Ja klar, ich meine, ich habe damit nichts zu tun. Also ganz ehrlich, ich meine, ich gönn's ihm zwar, dass er mal ein paar Stunden in diesem dreckigen Müllcontainer da verbracht hat, aber mein Werk war das nicht. Klingt so, als hättest du nicht gerade das beste Verhältnis zu deinem Mitschüler, oder? Ja, nee, der nervt. Naja, weil er dir beim Klassenwettbewerb den ersten Platz weggeschnappt hat. Ach, das war mir doch egal. Egal? Also laut deiner Lehrerin, der Frau Braun, war dir das alles andere als egal. Ja? Als du nämlich erfahren hast, wer gewonnen hat, hast du vor Wut mit dem Fußball gegen die Tafel geknallt. Ach, das ist doch totaler Schwachsinn. Der Wettbewerb war mir scheißegal. Das dreht doch die Braun jetzt nur wieder so hin. Also wenn einer was verdreht, dann bist du das, ja? Und als du erfahren hast, wer hier gewonnen hat, dann bist du in Wirklichkeit vor Neid geplatzt. Als du noch erfahren hast, dass das gerade der Dorian war, da warst du sauer und eifersüchtig, dass gerade er an dieses Fußballspiel kommt, ja? Wo es doch dein Lieblingsverein ist, dieser erste FCV. Ja, okay, das mit der Lieblingsmannschaft ist richtig, aber der Rest ist ein Schwachsinn. Du wolltest unbedingt auf das Spiel, ja? Also erstens, ich kann mir Fußballkarten auch alleine besorgen, da brauche ich die Braun dazu. Und zweitens, ich kann mir echt was Besseres vorstellen, als mit dieser ollen Tusse da zusammen ins Fußballstadion zu gehen. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Und warum dann diese Aktion mit dem Fußball? Na, weil das eine Schiebung war. Ich sag Ihnen mal was. Die Braun, die ist eine ganz eine linke Tusse, die tut mir immer so harmlos. Dorian, ständig wird er bevorzugt, bekommt immer die besten Noten. Und gewinnen lassen hat sie ihn auch noch aus einem Grund. Und aus welchem Grund? Na, weil die voll in den verknallt ist und ein Verhältnis mit ihm hat. Also wenn du glaubst, dass du mit der Tour hier durchkommst, ja, dann täuscht er dich. Verhältnis, doch gerade lachhaft. Ja, das glauben Sie, aber das ist die Wahrheit. Und ich hatte einfach die Schnauze voll davon, dass er immer bevorzugt wird. Und genau deswegen war ich sauer. Jetzt werde ich dir mal was sagen und das zum letzten Mal. Du warst sauer, weil du nicht gewonnen hast. Und du bist wieder mal ausgeflippt. Ich habe mir deine Schulakte geholt. Ja? Schlägereien, Aggressionen im Pausenhof. Und zu guter Letzt haben wir noch was ganz Tolles. Alkohol auf dem Schulhof. Ja und? Wegen diesen Einträgen wollen Sie mir jetzt hier was andichten oder was? Aber ich habe ein Alibi. Ach, ein Alibi. Von deiner Freundin, ja? Ja und? Mhm. Was der Staatsanwalt meint, ist, dass sich die Aussage deiner Freundin und die des Ehemanns von Frau Braun widersprechen. Der Herr Braun, der will dich nämlich zur Tatzeit auf der anderen Seite der Schule, an der Wörthstraße gesehen haben. Klar, dass der olle Typ das behauptet. Der steckt doch in Wirklichkeit selber hinter alledem. Der Herr Braun. Ja, Logo. Spätestens, nachdem ich ihm noch einen Brief geschrieben habe,
wusste der noch, was mit seiner Alten da abgeht. Und dann war er, damit die da nicht zusammen ins Fußballstadion fahren, hat er ihn dann weggesperrt. In dem Brief, den du da dem Herrn Braun geschickt hast, da schreibst du, dass du seine Frau mit Dorian in einer eindeutigen Situation erwischt hättest. Was für eine Situation war das? Naja, ich habe sie halt mal nach der Schule beobachtet. Da haben sie sich umarmt und zusammen rumgeknutscht. Und dann dachte ich mir halt eigentlich, der sollte wissen, was mit seiner Alten da abgeht. Dann dachte ich mir, ich will helfen und bin nett und sage ihm da die Wahrheit. Und jetzt wird mir das alles angehängt. Aber ich lasse mir von dem da nichts in die Schuhe schieben. Auch wenn sie dem die Blumfutzi da mehr glauben als mir. Also wem ich glaube, das hängt überhaupt nicht von der Ausbildung oder vom Beruf oder vom Geld ab. Ja, dann glauben sie halt mir. Die Braun hat was mit Dorian. Und dann war eifersüchtig und hat ihn in die Tonne gekickt. Naja, also das war's ganz allein du. Ja, mir reicht jetzt langsam hier. So, jetzt so geht's aber nicht hier, ja. Hasko, bitte. Einigermaßen guten Eindruck hinterlassen. Den Tisch kannst du bitte so wieder hinstellen, wie er eben auch war. Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt erstmal gar nichts sagst. Okay, gut. Dann kannst du dich zu deinem Verteidiger setzen. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Dorian Chorweiler, bitte. So, Dorian. Bevor wir anfangen, auch Sie sind 16. Wollen Sie gesiezt oder geduzt werden? Sie können mich natürlich duzen, Herr Richter. Gut. Also, Dorian, du weißt, dass du als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen musst, sonst würdest du dich strafbar machen. Ja. Du heißt Dorian Chorweiler, 16 Jahre alt, genau. Du wohnst in Neubach, du bist ledig, gehst auch noch zur Schule? Genau. Ja, also ich besuche die Alma-Kleewald-Realschule und ich besuche jetzt die 10. Klasse. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten bist du ja nicht, oder? Nee, aber ich besuche mit Hasko die gleiche Klasse. Und was habt ihr so ein Verhältnis zueinander? Ja, also Freunde sind wir nicht gerade, wenn Sie das meinen. Und woran liegt es deiner Meinung nach? Ja, Haskos Hobby ist es hauptsächlich Ärger zu machen und rumzusaufen. Und das ist eben nicht so ganz meine Welt. Weichei. Sehen Sie, genau das meine ich. Hasko versucht mich ständig als Weichei und Lügner darzustellen. Und nur weil ich diesen Mist, den er und seine Freunde rumverzapfen, nicht mitmachen will. Jetzt glaub mal bloß nicht, dass du hier was Besseres bist. Wer ist denn derjenige, der hinterrücks mit unserer Lehrerin rummacht, um in der Schule gut dazustehen? Ja, den genau, bin ich völlig haben. Hey, hör mal sofort auf damit! So, ihr schaltet jetzt beide mal in Gang zurück. Ja. Ja, aber Sie dürfen es mit dem Verhältnis nicht glauben. Das ist alles eine fette Lüge. Das behauptet doch Hasko nur, weil ich immer besser in der Schule bin als er. Und wegen dem Fußballspiel, wegen dem Karten, wegen dem Wettbewerb. Deshalb war er auch neidisch. Und nur deshalb hat er mich in den Müllcontainer geschubst. So, und die Geschichte mit dem Müllcontainer, die möchte ich jetzt mal ganz genau im Detail, und zwar von Anfang an wissen. Ja, das hat alles angefangen, als ich und ein paar Freunde in der letzten Pause vorm Schulhof auf der Wiese noch eine Runde Fußball gekickt haben. Mhm. Und ja, plötzlich kam halt natürlich wieder Hasko und hat da wieder angefangen rumzustänkern. Mhm. Und meine Freunde hatten darauf keinen Bock, dann sind sie natürlich abgehauen. Und kaum war ich mit Hasko alleine, hatte mir plötzlich mein Handy aus der Hand gerissen. Mhm. Welche Uhrzeit war das ungefähr? Ja, das war ungefähr 11.35 Uhr, da hat es zum ersten Mal zum Pausenende geklingelt. Und was hat er mit deinem Handy dann gemacht? Ja, als er es mir aus der Hand gerissen hat, ist er um die Ecke gelaufen, eben zu den großen Müllcontainern. Und dort hat er es dann eben reingeschmissen. Ja, und hast du es versucht, rauszuholen? Ja, ich habe es natürlich versucht, rauszuholen, aber eben erst am Schulende. Weil ich wollte mir nicht auch noch die Genugtuung geben, um mich vor seiner Nase dann eben in den Müllcontainer reinlehnen. Und außerdem musste ich dann eh wieder zum Unterricht. Und dann wolltest du es nach der Schule holen, ja? Genau. Wann bist du denn etwa zum Müllcontainer zurück? Um 10 nach 1 hatten wir Schule aus. Nee, Entschuldigung, Viertel nach 1 war's. Mhm. Und ja, dann habe ich mich ungefähr noch so 10 Minuten mit Frau Braun unterhalten. Und da muss ich ungefähr so um 13:30 bei den Müllcontainern gewesen sein. Und was ist dort genau passiert? Also das war so, wo ich eben bei den Müllcontainern war. Dann habe ich eben den Deckel aufgemacht und habe mich halt reingelehnt. Und dann habe ich halt gemerkt, wie mich mir dann den Bein gepackt hat. Und dann bin ich quasi kopfüber in den Müllcontainer reingeflogen. Und kaum war ich dann eben in den Müllcontainer drin, habe ich schon gemerkt, wie oben der Deckel zugezogen worden ist. Was heißt reingeflogen? Bist du davon selber reingeflogen oder hat dich jemand geschubst? Nein, nein, jemand hat mich eben an den Füßen gepackt und hat mich reingeschmissen. Und hast du was von der anderen Person mitbekommen? Nein, leider gar nicht. Oder hast du vielleicht ein Fahrzeug gehört? Nee, nur wo ich im Müllcontainer dann drin war, da habe ich dann nur jemanden schnaufen gehört und wie man oben an dem Deckel irgendwas befestigt hat oder draufgelegt hat. Also es war wohl so, dass der Täter den Deckel des Müllcontainers mit diesem alten Gartenschlauch verriegelt hat. Und zwar, indem er den Gartenschlauch einerseits da oben durch diesen Griff zog, andererseits unten da durch das Bein und das dann verknotet hat. Ja. Und leider konnten an dem Gartenschlauch keine verwertbaren Fingerabdrücke gesichert werden. Das Material ist schon ziemlich alt. Ja, das alte und Ding liegt aber auch echt schon lange rum. Also ich wusste nicht mal, dass es da lag. Dein Handy war ja in dem Container. Hast du damit keine Hilfe rufen können? Nein, da war ja alles voller Laub, Müll und Papier, alles, was sich von der Schule sammelt. Mhm. Und das Handy ist dann irgendwo reingerutscht. Ich habe auch versucht, danach zu
schauen, wo das ist und habe auch danach gekramt, aber ich habe es einfach nicht gefunden und ich habe mich dann eben auch an der Glasscheibe geschnitten. Und es war alles so stockdunkel und die Hitze und der Gestank, das wurde alles immer unerträglicher. Und mir ist dann am Ende so schlecht. Arme kleine Du. Die Bemerkung kannst du dir sparen. Was denn? Ich habe dir doch gesagt, dass er mir leid tut. Ach, lass ihn. Der Kerl ist einfach total bescheuert. Hast du versucht, dich durch Rufen irgendwie bemerkbar zu machen? Ja, natürlich. Aber das Problem war, die Müllcontainer, die stehen ja ziemlich weit ab vom Schuss. Und da hat mich einfach keiner gehört. Und irgendwann war mein Kreislauf dann so am Ende, dann musste ich auch das sein lassen. Und ich habe mich dann am Ende einfach nur noch versucht, so wenig wie möglich zu bewegen. Und dann kam ja dann Gott sei Dank nach 4,5 Stunden dann der Hausmeister. Der Herr Schlemminger, euer Schulhausmeister, der hat bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass er dich so gegen 18 Uhr gefunden hat, als er den Müll rausbringen wollte. Das heißt, du warst dann 4,5 Stunden in dem Container? Genau, 4,5 Stunden. Es war echt krass. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich da dann wieder rausgekommen bin. Und euer Hausmeister, der hat dann eben auch dein Handy wiedergefunden. Funktioniert denn das noch? Ja, das funktioniert schon. Das habt ihr ausprobiert. Also mich würde noch interessieren, ob es vielleicht irgendjemand anderen außer dem Hasko gibt, mit dem du Streit hattest? Nee. Moment, was ist denn mit Gregor Braun, dem Ehemann deiner Klassenlehrerin? Was soll mit dem sein? Ja, was soll mit dem sein? Vielleicht hattest du Streit mit ihm, aber fangen wir ein bisschen langsamer an. Kennst du ihn? Was heißt kennen? Ich habe ihn ein paar Mal auf Schulveranstaltungen gesehen. Wann war das letzte Mal? Schulanfang, Anfang September. Okay, und ist dir da aufgefallen, dass er dir gegenüber ein bisschen merkwürdig sich verhalten hat, irgendwie anders? Nee, der war total normal. Mhm. Weitere Fragen? Danke. Danke, dann bleibst du unvereidigt, nimmst bitte hinten Platz. Ja. Gregor Braun, bitte. Herr Braun, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier Platz. Danke. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ich belehre Sie außerdem 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen hier gar nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Gregor Braun, 37 Jahre alt, wohnen in Neubach. Sie sind verheiratet, Sie sind Diplom-Agrartechniker. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten nicht, nehme ich an. Nein, aber ich kenne Hasko. Er ist ein Schüler von meiner Frau. Und wir sind heute hier, weil der Hasko Schütze seinen Mitschüler, den Dorian Korweiler, am 25. September in so einen Müllcontainer hinter der Schule, also hinter dieser Alma-Kleewald-Realschule, geschubst und ihn anschließend da eingeschlossen haben soll. Ja, das ist mir bekannt. Ich meine, Hasko ist ja schon einige Male in solche Geschichten verwickelt gewesen. Und ich selbst bin ja auch schon in den Genuss eines abgeschmackten Briefes von ihm gekommen. Die ganze Schule hat unter Hasko zu leiden. Jetzt wieder schön von dir selber ablenken, gell? So siehst du aus. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir das Du angeboten habe. Das macht er doch gerade alles aus Berechnung hier. Der sagt doch nur, dass er mich am 25. gesehen hat, weil er mir alles in die Schuhe schieben will. Ich habe dich gesehen. Aber warum, wann und wo haben Sie denn Hasko gesehen? Vielleicht, wir haben da so einen Ausschnitt aus dem Stadtplan auch. Vielleicht zeigen Sie es. Ja, genau, das war hier in der Kurve der Wörthstraße. Da habe ich ihn gesehen, auf dem Bürgersteig laufen, an der Rückseite des Gebäudes. Also das ist auf der Rückseite der Schule? Ja, genau. Und ich war an dem Tag mit meiner Frau verabredet zum Pizzaessen, bevor sie dann später zu diesem Fußballspiel gefahren Und wann genau haben Sie den Hasko da gesehen? Das muss 13.34 Uhr. Ich bin dann hier am Gebäude vorbei gefahren und habe dann am Lehrerparkplatz habe ich dann auf meine Frau gewartet. Und wenn Sie aus dem Büro kommen, fahren Sie immer diesen Weg? Ja, genau diesen Weg, wenn ich vom Büro komme. Und naja, ich war an dem Tag um 13:30 war ich verabredet mit meiner Frau, bin dann aber ein bisschen später gekommen, weil ich noch einen Kundentermin hatte. Und dann bin ich um 13.36 Uhr dort angekommen. Ich weiß das noch genau, weil ich ständig auf die Uhr geguckt habe. Ich komme nicht gern zu spät. Herr Braun, 13.34, 13.36 haben die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Da haben Sie sich eine schöne Geschichte zurechtgelegt. Vielleicht haben Sie sich die auch so genau zurechtgelegt, damit Sie ja falsche Angaben machen können. Damit Sie meinen Mandanten belasten können. Wie bitte? Ja. Ich bin überzeugt, Hasko, der ist ja sonst sicherlich nicht der Feinste der Schüler. Aber in diesem Fall sagt er nämlich mal die Wahrheit. Nur Sie behaupten einfach, ihn gesehen zu haben, weil das in Ihre Geschichte gut passt. Weil Sie in Wirklichkeit den Dorian in den Müllcontainer gestopft haben. Warum bitte? Weil Sie an ihm rächen wollten, weil Sie eifersüchtig sind. Ja? Vermutlich ist ja an dem Gerücht, was in der Schule geistert, doch ein bisschen mehr dran. Ne? Weil Sie angenommen haben, es könnte stimmen. Da haben Sie mal gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Sie haben dem kleinen Dorian mal gezeigt, wie das ist. Also jetzt kommen Sie mir doch nicht wieder mit dieser unseligen Geschichte. Ich bin es wirklich leid. Diese ganzen Gerüchte von wegen, dass meine Frau was mit diesem Dorian hat. Das Herr Braun, ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht Ihr Lieblingsthema ist. Trotzdem muss ich Sie ein bisschen weiter behelligen. Ich hätte ganz gerne nämlich mal gewusst, ob Ihre Frau Ihnen erzählt hat, dass sie genau mit Dorian zu dem Fußballspiel fährt.
Die Frage ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dämlich. Beantworten Sie sie bitte schön. Nein, meine Frau hat mir nicht explizit erzählt, dass sie mit Dorian zu diesem Spiel fährt. Aber ich wusste, dass sie mit dem Gewinner dorthin fahren wird. Und meine Frau erzählt mir eben nicht jeden Kleinkram aus ihrem Schulalltag. Ich meine, den Namen hätte ich mir ohnehin nicht merken können, weil da gibt's ja mehr als einen Schüler, oder? Der zieht doch hier gerade voll die Show ab. In Wirklichkeit ist er noch stinkeifersüchtig, weil er genau weiß, was mit seiner Alten da läuft. Wahrscheinlich dachtest du am Anfang, ist alles noch ein Gerücht, ne? Aber dann kam es dir irgendwann doch merkwürdig vor, dass er so oft bei euch zu Hause ist. Angeblich, um Nachhilfe zu machen. Und irgendwann bist du dir dann hinterhergeschlichen. Und dann hast du wahrscheinlich gesehen, wie sie hier rumknutschen, Mann. Weißt du, hast du mit meinen eigenen Augen schon gesehen. Du bist doch durch und durch hintertrieben. Mal ganz langsam, Hasko, ja? Sollte sich echt was schämen, kleiner Kollege. Mal ganz langsam, sagte ich. Du hältst dich jetzt einfach mal zurück, Hasko. Klar? Entschuldigung, Herr Richter. Ja? Wäre es vielleicht möglich, wenn ich schnell auf die Toilette gehe? Ist echt dringend. Ja, aber natürlich, klar. Oh, kriegt der kleine Muffensaus. Das sollte ihm noch zu denken geben. Ja, sieht aus. Du bist doch durch und durch hintertrieben, du kleiner Prolet. Du solltest dich was schämen. Hasko, hab ich dir nicht gerade gesagt, du sollst den Mund halten? Ja, okay, Mann. Und Sie vergreifen sich bitte auch nicht in der Tonlage hier, ja? Och, lassen Sie ihn ruhig mal, nicht? Mal beobachten, wie Sie dann doch emotional reagieren, Herr Braun. Kann man mir das denn verdenken, dass ich hier aufgebracht bin? Ich meine, ich führe eine gute Ehe. Und meine Frau und ich, wir haben uns noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wir haben zwei tolle Kinder. Und alles ist gut. Und dann kommt dieser kleine Wichter her und zieht alles in den Dreck und behauptet, dass meine Frau ein Verhältnis hat mit diesem Schüler, mit diesem Dorian. Ja, hey, Dorian, was machst du denn hier draußen? Ich hab gedacht, die Verhandlung hat längst angefangen. Ja, hat sie auch, aber ich hab gesagt, dass ich auf die Toilette gegangen bin. Hey, was ist denn los? Alles in Ordnung? Ist es wegen der Verhandlung oder wegen Hasko? Linda, ich muss mit dir reden. Hä? Linda? Was denn? Ich weiß echt nicht, wie ich es dir sagen soll. Du kannst mir doch alles sagen. Weißt du, die Verhandlung, die geht mir echt tierisch auf die Nieren. Aber da ist auch noch was anderes. Ja, was denn? Weißt du, unser Wochenende zu zweit in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wochenende zu zweit? Aber es war doch fest ausgemacht. Und du hast doch auch gemeint, dass es schön wäre, mal Hamburg zu sehen. Ja, aber weißt du, am Anfang, da war es ja auch alles ganz in Ordnung. Aber mittlerweile, da ist mir das alles voll. Ich weiß nicht, das ist mir alles einfach zu viel geworden. Und auch diese ganzen Tuscheleien. Verstehst du? Okay. Tut mir echt leid. Okay. Naja, aber selbst wenn es Gerüchte waren und da wollen Sie mir jetzt hier erzählen, dass selbst Gerüchte Sie kalt gelassen haben? Dann kommt noch dieser Brief dazu, nicht? Das ständige Rede im Dorf, Entschuldigung, in der Stadt. Nicht? Immer wieder sind Sie dem ausgesetzt und wahrscheinlich haben Sie sich dann am 25. gefragt, wieso Ihre Frau Ihnen schon wieder nicht erzählt hat, dass sie wieder genau mit Dorian zu dem Fußballspiel fährt. Verdammt nochmal, nein! Doch! Und gestern? Warum soll ich diesen Jungen, der ja mein Sohn sein könnte, einfach so in diese Mülltonne schubsen? Sie wollten am 25. genau deswegen, weil Sie Ihre Frau nämlich wahrscheinlich auch noch kontrollieren wollten, total mit zum absurd. Pizzaessen nehmen, nicht? Damit sie gerade nicht mit Dorian zum Fußball kann. Man wird ja wohl noch mit seiner Frau ganz gemütlich zum Pizzaessen gehen können, wenn man sowieso sehr wenig Zeit miteinander verbringt. Vielleicht wollten Sie Dorian ja auch nur zur Rede stellen. Und dann sind Sie da am Müllcontainer vorbeigekommen. Er beugt sich da rein. Die Gelegenheit bietet sich Ihnen. Und woher sollte ich denn überhaupt wissen? Entschuldigen Sie, wenn ich kurz ausführe. Ja, nehmen die Beine, stecken ihn da rein. Vor voller Wut und endlich zur Befriedigung Ihrer Eifersucht haben Sie ihn in die Tonne gesperrt. Ja? Ich bin auch da überzeugt davon, dass das der wahre Grund ist, warum Sie dann erst um 13.36 Uhr, wie Sie so schön berichtet haben, nämlich zu spät zu Ihrer Frau gekommen sind. Also erstens, ich habe gar nicht gewusst, dass Dorian mit zu diesem Spiel fährt. Und zweitens hatte ich überhaupt keinen Grund, ihn da reinzuschubsen. Warum sollte ich das tun? Sie wussten aber, dass ich bin nicht eifersüchtig. Sie wussten aber, dass sie mit dem Gewinner zu dem Wettbewerb fährt. Aber es hätte ja jeder Schüler sein können, ja, oder? Das hast du doch irgendwann rausgekriegt, oder? Durch irgendein Zeug, den sie rumliegen hat. Jetzt tu nicht so hier. Diese gesamten Vorwürfe, die Sie jetzt gegen den Zeugen erheben, die sind alle aus der Luft gegriffen. Dafür haben Sie nicht einen einzigen Beweis, geschweige denn irgendeinen objektiven Anhaltspunkt. Also, im Gegensatz zu den Beweisen und Indizien, die gegen Ihren Mandanten sprechen.
Jetzt sollten Sie mal Schluss machen mit Ihren Verdächtigungen. Herr Staatsanwalt, ich bin mir sicher, dass Herr Braun wegen der angegebenen Uhrzeit nicht die Wahrheit sagt. Und somit hat er ja Zeit, die Tat zu begehen. Das sagt ganz genau die Wahrheit, Herr Verteidiger. Und jetzt werde ich es Ihnen erklären. Der Zeuge hat laut Stechuhr um 13.18 Uhr das Gebäude seiner Firma verlassen. Und dann ist er hierher gefahren zur Schule. Und dafür braucht man 20 Minuten im Regelfall. Ich bin selber abgefahren. Und selbst wenn er hier sämtliche Verkehrsregeln missachtet hätte und Vollgas hergefahren wäre, jetzt erklären Sie mir, wie er das hätte schaffen sollen, dass er sein Auto hinter der Schule parkt, dass er den Zaun entlang läuft bis hin zu den Müllcontainern, dass er dann dem Zeugen aufwartet, den in den Container schmeißt, wieder zurück zum Auto läuft und dann um 13.36 Uhr am Lehrerparkplatz zu sein und seine Frau zu treffen. Das ist nahezu unmöglich. Ja, dann danke ich Ihren Ausführungen und nehme den letzten Satz. Nahezu unmöglich, also nicht nahezu unmöglich. Nehmen Sie den. Er muss sich nur etwas beeilt haben und eine Abkürzung genommen haben und letztendlich, wer sagt denn 13.36? Wo kommt die Zeit denn überhaupt her? Er sagt's. Ja, er sagt das, sehen Sie klar. Er hat die Geschichte sich auch so zurechtgebastelt, ja, genau, dass es passt. Auf die Sekunde. Keine noch weitere Fragen an den Herrn Braun. Herr Braun, nehmen Sie bitte den Platz, Dankeschön. Hören wir uns mal Ihre Frau an. Linda Braun und der Zeuge bleibt unvereidigt.